In die geheimnisvollen Tiefen des Ozeans führt dieser spannende Abenteurerfilm von Herbert G. Yates. Der Seewolf von Barracuda. Auf dem Grunde des Meeres liegt ein gesunkenes Schiff, das Goldbarren im Wert von 1 Million birgt. Jeder Taucher, der versuchte, diesen Schatz zu heben, musste das tollkühne Wagnis mit dem Leben bezahlen. In den Hauptrollen Rod Cameron als der wagemutige Tiefseetaucher Gunnar McNeil. Vorsicht! Vorsicht! Die bezaubernde Adele Mara als Sunny, die für die Ehre ihres Vaters kämpft. Sullivan wollte nicht, dass das Seegericht meinen Vater schuldig spricht. Hat er Ihnen auch erzählt, dass an Bord der Seehornisse Goldbarren im Wert von 1 Million waren? Chill Willis als Swede, der treue Freund von Gunnar McNeil. Adrian Booth als reizvolle, aber gefährliche Barsängerin Ginger. I might love you too much, so I am afraid of you. Und Jim Davis als Tony Sullivan, der als einziger das Geheimnis des gesunkenen Schiffes kennt. Ihre Erklärung will mir nicht ganz einleuchten. Warum sollte ich Ihnen denn etwas vorlegen? Ich habe gar keinen Grund. Möglich. Wir sprechen noch darüber. Ich warne Sie, wir haben eine Sprengladung angebracht. Sie riskieren Ihr Leben, das Wrack explodiert, Punkt 11. Beeil dich, Gunner. Du hast nur noch 20 Minuten Zeit.